Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Le Costelet im Circuit Polyrica zum großen Preis von Frankreich. Heute steht das Qualifying und natürlich auch das Training an. Wir werden noch ein bisschen über das gestrige Training reden und auch meine Prediction, wer heute die Pole Position holt. Abonniert den Channel gern kostenlos und lasst unbedingt gern Daumen rum da. Schaut auch gerne auf EZ-Tobi auf TikTok vorbei. Es ist brütend heiß in ganz Europa. Da stellt sich natürlich auch die Frage, erleben wir vielleicht heute das heißeste Qualifying aller Zeiten? Natürlich, oder auch das heißeste Rennen? Natürlich ist es ein bisschen schwierig, weil das war, glaube ich, in Bahrain 2005 mit 42 Grad. Also ich glaube nicht, dass wir das erleben werden. Aber es wird vermutlich ein sehr heißes Rennen werden. Und das hat gestern schon zu Reifenproblemen bei einigen Teams geführt, auch mit wieder bei Red Bull Racing. So, wir stehen jetzt hier in der Box von Frankreich mit unserem Aston Martin von Sebastian Vettel. Ich bin sehr gespannt, wo wir heute uns hinqualifizieren können. Wir beginnen mit dem ES-Management-Programm. Natürlich habe ich das Rennstreckenprogramm schon gefahren, es ist einfach nur langweilig und deswegen dachte ich mir, wir bringen ein bisschen Action rein. Da sind wir noch nie gefahren und hier in Frankreich eigentlich ja eine Teststrecke und ja, deswegen macht das sicherlich ordentlich Bock. Salah. Und los geht's. Wir sind noch in der Aufwärmrunde. Und das war gestern natürlich ein sehr spektakuläres Training. Wir hatten ein paar Ausritte, auch unter anderem von Max Verstappen und auch von Perez Andrea, auch von Mick Andrea. Und ja, das zeigt natürlich auch erstens mal natürlich, dass die Strecke noch grün war. Aber andererseits auch, dass hier in Le Castellet natürlich gerade auch die Curbs und die Track Limits und natürlich der Unterboden, der natürlich dieses Jahr eine besondere Rolle spielt, eine ganz wichtige Rolle spielen. Weil ja, das Problem ist, wenn du mit dem Auto zu fett über den Unterboden über den Curb ratterst, kann da ganz schnell irgendwas abbrechen. Wir haben es bei Russell gesehen, da ist direkt was kaputt gegangen. Auch bei Verstappen wurde zweimal geklebt. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant, wer sich da heute die Pole Position holen kann. Ich denke mal eher, es geht in Richtung Ferrari, weil die schauen echt stabil aus. Natürlich hat das auch mit den Wetterbedingungen zu tun, weil es extrem heiß ist und gerade die Red Bulls da richtig mit Grip-Problemen zu kämpfen haben. Wenn man beim Setup noch ein bisschen was hinbekommt, kann natürlich, das sind Zehntel, was die auseinander sind. Ich denke mal nicht, dass es Carlos Sainz werden wird. Der hat nämlich eine 10-Plätze-Strafe bekommen, Grund natürlich der Motorschaden in Spielberg vor zwei Wochen. Da dachte ich mir schon, das wird nichts, da wird nichts mehr gut gehen. Der wird auf jeden Fall einen Motor tauschen werden. Und so ist es leider auch gekommen, kam die Nachricht gestern, 10 Plätze Grid Penalty für das Rennen morgen in Frankreich. Das wird auf jeden Fall eine harte Sache, weil wenn er da vermutlich wieder als Dritter sich qualifiziert, muss er von Startplatz 13 ins Rennen gehen. Ich hätte natürlich gleich alles getauscht, wenn ich Ferrari bin, aber ja, das ist natürlich jetzt, ja, egal. Salam, das bringt uns jetzt mal kurz auf 1. Natürlich sind die Big-Fahrer hier noch nicht gefahren und wir gehen direkt ins Qualifying hier nach Le Castellet. Lenovo ist der Hauptsponsor der Strecke, auch eine sehr interessante Sache. Und natürlich auch wieder überall Aramco. Unser Helm, ich finde den eigentlich ziemlich cool. Hab den, glaube ich, benutze ihn auch in Online. Also ich habe den jetzt nicht 1:1 hier kopiert, aber benutze den sehr gerne auch im Online. Ich habe das Wetter oft nicht perfekt genommen. Da wird immer wieder angezeigt, dass es regnet, obwohl es eigentlich nur strahlender Sonnenschein ist. Das ist in 5 Minuten auch noch Sonne und unten steht es dann eigentlich eh richtig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, weil der Wetterbericht jetzt nicht perfekt ist, aber ich weiß nicht genau, was das bringt. Ich dachte mir, das bringt vielleicht Action und da kommt vielleicht ganz unverhofft mal ein Regenschauer, aber eigentlich zeigt es immer nur an, dass es regnet, obwohl es nicht regnet. Das ist blöd, aber egal. Salah, wir starten in unsere erste Qualifying-Runde und ich möchte mal ein bisschen so, wir werden die nicht komplett fahren, wir werden nur die letzten fahren, keine Ahnung, wo in welchen Kuh das ist. Vielleicht ist das schon die letzte, aber ich glaube, ich habe mich ein bisschen verraten, dass das nicht die letzte sein wird, aber wir kommen hier gut in Sektor 1 durch. Jetzt gibt uns Lance hier, der hat uns auf der langen Geraden nach der mittleren Schikane, die halt von diesen zwei ewig langen Geraden getrennt wird, da hat er uns richtig Windschatten gegeben. Auch die schnelle Rechtskurve in Sektor 3, ganz, ganz viel Windschatten.
Und das bringt uns auf eine 1:32.8. Ist eine okay Zeit. Ich glaube, da geht mehr. Deswegen springen wir ins Q2. Also wir haben es natürlich ins Q2 geschafft. Und da geht auch mehr, weil er natürlich auch im letzten Sektor ein bisschen blockiert hat. 2/3, denke ich mal, würden da noch gehen. Jetzt gucken wir uns mal den zweiten Sektor an. Und beziehungsweise Q2. Salah, aus der letzten Kurve ist natürlich ein Exit immer verdammt wichtig. Und der war hier eigentlich miserabel as fuck. Aber das geht schon noch. Salah, im Windschatten holen wir da ein bisschen vor uns den einen Hase auf, aber ich denke mal nicht, dass das die erste Kurve ist echt extrem hängend, also wirklich, da verbremst dich ganz, ganz leicht und auch links kommst du echt oft richtig weit raus, also eher rechts innen bleiben und sich dann raustragen lassen, natürlich nur nicht zu weit, Track Limits, ihr wisst. So, die Kurve ist eigentlich eine meiner Lieblingskurven, hier links ganz, ganz langs, ganz, ganz tippeln und jetzt das Gas kommen lassen. Man kann sich hier weit raustragen lassen, da gibt es im Game keine Track Limits, außer ich habe das streng eingestellt. Beim Rausbeschleunigen nehme ich immer gern rechts den Körper ein bisschen mit, um das Auto stabiler zu halten. In der richtigen Formel 1 wird das nicht so benutzt, aber der ist so flach im Game. Sala, da kannst du links eigentlich schneiden, was geht. Hier auch innen bleiben beim Rausbeschleunigen, dann Full Speed und ja, links kannst du den Curb küssen, musst du aber nicht. Also ich bin so und so gefahren, es kostet nicht viel Zeit, auch beim Linksbeschleunigen, da fahre ich immer gern so eSports-like auf den Curb drauf. Ist jetzt kein Boost mehr oder so, aber hält meiner Meinung nach auch wie für meine, oh, da bin ich viel zu weit rausgekommen, hält meiner Meinung nach für meinen Fahrstil ein bisschen das Auto stabiler. Salah. Und wir sind schon im dritten Sektor angekommen. Das ist meine Hasskurve. Da kommst du beim Rausbeschleunigen immer ein ungutes Gefühl auf der Hinterachse. Wirklich, das Auto wird so leicht, weil auch die Kurve ein bisschen nach außen hängt. Und da wird echt das Auto immer sehr, sehr leicht. Da, hier ist Exit eigentlich verdammt wichtig. Und da, ja, habe ich natürlich jetzt ein bisschen die Runde weggeworfen. Aber es war so und so eine sehr stabile Runde, muss ich sagen. Bis in der Main Turn. Und es hat jetzt kurzfristig für Sainz. Und oh mein Gott, da hat es gekracht. Ein Kevin Magnussen mit einem Max Verstappen. Und beide sind draußen. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Max Verstappen. Wow, das war aber sehr weird. Der ist durch ihn durchgefahren. Ja, das ist natürlich auch dumm, weil die Boxenausfahrt hier genau auch an der Ideallinie verläuft. Und das ist echt blöd. Man könnte vielleicht hier zusätzlich eine Mauer bauen. Ich denke mal, das Le Castellet, ja, das war echt blöd. Das war sehr, sehr blöd. Ich denke mal, das Le Castellet, und da sind wir auch ganz knapp. Ich denke mir so, hä, da hat sich wer vertan oder so. Aber dann stehen die da direkt vor mir. WTF. Ja. Ich denke mal, auch hier in Le Castellet könnte man, ja, das wird vermutlich auch das letzte Rennen generell sein, was wir hier sehen werden. So, sorry, no front an alle, die Frankreich mögen und so, aber auch Sebastian Vettel und viele andere, auch Verstappen, haben sich für Belgien ausgesprochen und eben halt gegen Le Castellet. Ist natürlich auch klar, ich meine, Belgien ist seit dem Beginn von Formel 1 drin und ich meine, ich sage mir einfach, sag mir einen Fan, der sagt, Belgien ist kacke. Ich meine, natürlich, was man da letztes Jahr aufgeführt hat, war das letztes Jahr? Ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war. War eine Schande für die Formel 1. Wirklich, das war traurig ohne Ende und das war unnötig und das hätte nicht sein müssen. Aber ja, da kann halt die Strecke nichts für. Wenn man, das sind die Ardennen, wir wissen, da regnen das gerne. Aber trotzdem, die Rennstrecke an sich ist einfach nur toll, sehr, sehr gefährlich und das zeigt es auch immer wieder mit dem Tod von Hubert, auch mit dem Massencrash der W-Series von ein paar Jahren. Also die Strecke hat schon in sich, auch mit dem Hardcore-Crash von Lando Norris. Aber ja, wenn du sie beherrschst, die ist ein Traum, wirklich. Rouge, Mirabeau, Double Gouge, und wie sie heißen. Also da hat ja jede Kurve einen weltberühmten Namen, ähnlich wie Monte Carlo. Also wirklich, wer sagt, dass er Le Castellet lieber hat wie Belgien, der lügt. Also sorry. Was mögt ihr lieber? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber Le Castellet ist schon einfach eine Spa-Francorchamps ist einfach eine Leckerstrecke. Also da kannst du sagen, was du willst. Aber jetzt hier mal zurück ins Geschehen. Wir haben einen, ja, eher semi-ersten Sektor. Der zweite war da schon ein bisschen besser. Und vielleicht reißt es uns jetzt der dritte raus. Gucken wir uns das mal an. Oh, die Kurve viel besser wie vorhin. Jetzt habe ich mir dann auch angewöhnt, den Körb voll zu nehmen. Kostet ein bisschen mehr Zeit, aber dadurch wird das Heck jetzt nicht ganz so leicht. Salah. In der mehr Bogen gefahren. Vielleicht kann ich dadurch ein bisschen mehr Schwung auf Start und Ziel mitnehmen. Die Runde wäre jetzt, ja, okay. Aber ja, es reicht, um mal 7/10 langsamer zu sein als Carlos Sainz Jr. Und ja, da kommen noch die Guten. Also so ein Hamilton, so ein Verstappen, so ein Leclerc, die kommen noch. Also, ja, aber
Aber ja, das wird jetzt nochmal spannend im letzten Run. Mehr will ich nicht fahren. Ich könnte noch einen Run fahren, aber der eine rote Satz, den würde ich mir schon gern fürs Rennen aufheben. Wir wissen nie, was passiert. Ich hatte im Formel 1 22 noch nie ein Safety Car. Noch nie hatte ich hier ein Safety Car. Das ist weird und das ist traurig. Das ist echt traurig. Yay, was habt ihr gemacht? Warum gibt es kein Safety Car? Natürlich, in unserem schnellen Versuch muss da direkt mal einer aus der Box rauskommen. Oh mein Gott, Fernando, was machst du hier? Gott sei Dank hat das jetzt keine Verwarnung oder so gegeben. Aber Alonso, ja, der war natürlich jetzt zu einem blöden Zeitpunkt, ist aus der Box rausgekommen. Ich war noch weit weg und gerade dann in der ersten Kurve hat er langsam gemacht und die Vollspeed da durch. So, der erste Sektor war Traum. Das sollte mal eine ordentliche Zeit geben. Ja, wir sind zwar 2 Zehntel langsamer, ist uns natürlich jetzt aber auch nicht schlecht zu schreiben, weil ihr wisst natürlich warum. Sella, und jetzt hier im Windschatten. Windschatten, was sage ich denn über Windschatten, nicht Idiot? Da gibt es keinen Windschatten. Jetzt hier mal Full Speed, den Gas, ja, das Gaspedal hier durchdrücken. Und, naja, der Exit war jetzt nicht so sauber. Jetzt habe ich mir dann auch angewöhnt, links nicht zu berühren. Auch hier, da fahre ich gerne links ein bisschen neben die Strecke, um mehr Schwung zu nehmen. Kostet aber, habe ich in Zeitrennen gesehen, viel mehr Zeit, als wenn ich es nicht mache. Also werde ich auch jetzt das im Rennen natürlich auch ja, so nehmen, dass ich es nicht mache. Vor allem muss man natürlich auch im Rennen sagen, es wird auch ein bisschen schwieriger, aber man muss natürlich auch noch Reifen managen. Morgen sollte das Rennen noch kommen, Hotlap auch morgen kommen und natürlich auch später noch auf TikTok, was heute alles im Qualifying passiert ist. Und wir werden auch noch natürlich am Montag oder Dienstag über das Rennen reden, in ein paar Sätzen und so weiter. Sala, beim Rausbeschleunigen hatte ich hier schon guten Exit. Ich hatte im Sektor 2 ein bisschen abgedreht, aber das bringt uns jetzt knappe 3 Zehntel hinter George Russell auf den 3. Platz. Ich denke mal, wir werden so vom 5. starten und das war's schon, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe hier nochmal eine Sequenz eingeblendet, dass wir hier fahren. Danke fürs Zugucken. Mein Tipp fürs Qualifying ist, ich denke mal, Leclerc holt das Ding heute vor Verstappen und vor Perez. Dahinter wird's, also ich denke mal, Sainz bekommt eine Strafe. Okay, sagen wir mal das richtige Qualifying. Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Russell. Abonniert den Channel gerne, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei und links wie immer unten in der Bio, it's_tobi auf TikTok. Vielen, vielen Dank, abonniert den Channel kostenlos, lasst gerne euch einen Daumen da. Bis morgen oder später und ciao.